Ich rufe auf den Zusatzpunkt 2. Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Diplomatie statt Panzer für eine Verhandlungsinitiative zur Beendigung des Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte, zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, über ein Jahr müssen wir nun den völkerrechtswidrigen Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine miterleben. Bei dem völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen Serbien und bei der völkerrechtswidrigen Lostrennung des Kosovo habe ich in Gesprächen mit damaligen Regierungsmitgliedern gewarnt, dass dies Schule machen könne, was leider eingetreten ist. Ich weiß, dass vor diesem Krieg vom Westen vieles falsch gemacht wurde und die Ukraine Minsk II verletzte. Das Donbassgebiet wurde nicht autonom innerhalb der Ukraine. Außerdem war das damalige Verbot der russischen Sprache ebenso falsch. All dies rechtfertigt aber niemals einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Wir erleben Kriegsverbrechen, insbesondere von russischer Seite, Folter, Tötung von Zivilisten, Vergewaltigung. Es muss ein völkerrechtlicher Weg gefunden werden, Schuldige bei allen Kriegen zur Verantwortung zu ziehen. Unsere Solidarität gehört der ukrainischen Bevölkerung. Im Unterschied zu anderen hier war ich nicht zu einer Stippvisite in der Ukraine, sondern zusammen mit Professor Traber dort mehrere Tage. Wir haben medizinische Geräte und Spenden übergeben. Der Bürgermeister eines Vorortes von Kiew will die Zerstörungen beseitigen und bat um einen kleinen Bus, einen Traktor und eine Betonmaschine, Mischmaschine. Meine entsprechende Bitte an den Bundeswirtschaftsminister Habeck wurde abgelehnt. Geld für Pens, für Panzer, ja. Für eine Betonmischmaschine, nein. Mit Hilfe des sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Kretschmer ist es gelungen, mit einer Städtepartnerschaft die Bitten zu realisieren. Das Verhalten der Bundesregierung finde ich indiskutabel. Die Frage, wie dieser Krieg das Grauen beendet werden kann, treibt unsere ganze Bevölkerung um. Es gibt im Kern zwei unterschiedliche Antworten. Wenn wir eine tiefe Spaltung unserer Gesellschaft verhindern wollen, sollten wir respektieren, dass die einen wie die anderen Frieden zwischen Russland und der Ukraine wollen. Die einen glauben, mittels Waffenlieferungen das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine zu stärken und einen gerechteren Frieden zu erreichen. Wir, die das anders sehen, dürfen sie nicht als Kriegstreiber oder Ähnliches sehen und beleidigen. Diejenigen, die wie wir unverzüglich einen Waffenstillstand wollen, möchten das Töten, Verletzen, die Zerstörungen sofort beenden. Deshalb ist es ebenso falsch, uns als Putin-Knechte zu bezeichnen. Wir haben inzwischen einen Stellungskrieg. Der BND-Präsident wies darauf hin, dass Russland noch bis zu 1 Million Soldaten rekrutieren könne. Die Ukraine hat eine solche weitgehende Möglichkeit nicht. Jürgen Habermas erklärte, dass die NATO bisher ihr Ziel nicht definiert habe. Er schrieb weiter, dass es einen Unterschied gebe, ob ein Land siegen müsse oder ob es nicht verlieren dürfe. Interessant. Mir wird entgegnet, dass Putin zu einem Waffenstillstand nicht bereit sei. Was halten Sie von folgender Idee? Mit Einverständnis der ukrainischen Führung könnte die NATO doch erklären, dass sie jetzt keine einzige Waffe mehr an die Ukraine lieferte, wenn die russische Führung einem Waffenstillstand zustimmte. Das setzte sie beachtlich unter Druck.
Das Ergebnis dann von Friedensverhandlungen muss eine auch vom Westen gesicherte Ukraine sein. Wir müssen einen Weg finden, wie wir zu Deeskalation, Abrüstung, Interessenausgleich, viel mehr Diplomatie und strikter Wahrung des Völkerrechts durch alle Seiten zurückkehren können. Die Regierung muss aufhören, wegen der Kosten im Zusammenhang mit dem Krieg und den Flüchtlingen Sozialleistungen infrage zu stellen. Eine solche Aufrechnung zum Nachteil gerade der ärmeren Teile unserer Bevölkerung ist durch nichts zu rechtfertigen. Die Inflation, die Teuerung der Lebensmittel, Kollege, die unerträglichen Preise für Heizung und Strom müssen wirksam bekämpft werden. Letztlich, ich bin gleich fertig, es gibt auch die völkerrechtswidrigen Kriege des NATO-Mitglieds Türkei gegen Syrien und Irak, speziell gegen die Kurdinnen und Kurden, die uns alle im Kampf gegen den Islamischen Staat unterstützt haben. Es gibt seit Jahren einen furchtbaren Krieg im Jemen mit unvorstellbarem Leid. Dahinter stehen der Iran und Saudi-Arabien. Wenn wir glaubwürdig sein wollen, müssen wir diese Kriege ebenfalls scharf verurteilen. Ich hoffe, dass unsere öffentlich-rechtlichen Medien endlich einmal Bilder von diesen Kriegen zeigen, damit sich humane, solidarische Gefühle in unserer Bevölkerung entwickeln können. Das Wort hat der Kollege Dr. Ralf Stegner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Gysi, mit Ihren eigentlichen intellektuellen Fähigkeiten wissen Sie selbst mehr um die Probleme Ihres Antrags, als Ihnen lieb sein kann. Dabei geht es gar nicht so sehr um das, was darin steht, da ist auch manches richtig. Entscheidend ist, was nicht drin steht. Und mehr noch, der Unterschied zwischen Wort und Tat, zwischen der Schlussversion Ihres Antrages und dem öffentlichen Auftritt des Demo-Tandems Wagenknecht-Schwarzer ist geradezu erschreckend. Hat Frau Wagenknecht dem Antrag eigentlich zugestimmt? Seit über einem Jahr suchen wir nach Wegen, wie wir endlich Frieden in Europa kriegen können. Leid und Tod, Zerstörung und russische Kriegsverbrechen in der Ukraine gehen ungebrochen weiter. Trotz inzwischen Hunderttausender Tote ist noch immer kein Ende in Sicht. Das ist entsetzlich und jeder neue Kriegstag bedrückend. Gerade deshalb fehlt mir wirklich jedes Verständnis, mit welcher Kälte Ihre Fraktionskollegin Wagenknecht im Fernsehen das unglaubliche Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung und Vergewaltigung durch russische Soldaten kommentiert. Die glatte Politrhetorik zum Krieg vor unserer Haustür und die PR-getriebene Selbstverliebtheit der Demoleitung beschädigen maximal die Glaubwürdigung von Friedensappellen hier im Bundestag. Das ist keine linke Friedenspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr Antrag fordert Diplomatie statt Panzer. Das ist mir wirklich nicht unsympathisch. Auch gegen eine Verhandlungsinitiative zur Beendigung des Krieges kann man wenig einwenden, solange Putins Versuch, die Grenzen mit Gewalt zu verschieben, nicht belohnt wird. Ich freue mich übrigens auch darüber, wenn Menschen für Frieden demonstrieren. Habe das selbst oft genug getan. Ich halte auch nichts von der pauschalen Diffamierung von Demonstranten, Intellektuellen und Unterstützern diverser Aufrufe, auch wenn ich die Auffassung nicht teile und manche Formulierungen überhaupt nicht teile. Was aber gar nicht geht, ist hier Anträge für Friedensverhandlungen zu stellen und gleichzeitig gemeinsam mit Rechtsextremisten auf die Straße zu gehen, ohne dass sich die Fraktionsführung eindeutig distanziert. Ich habe bei der Debatte zu dem scheinheiligen AfD-Friedensantrag hier betont, dass es den Rechten nie um Frieden, sondern immer um die Unterstützung des russischen Diktators geht. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen der Linken, Sie müssen sich schon entscheiden, wer sich nicht klar von Rechtsextremisten, Antisemiten und Reichsbürgern abgrenzt und jede, und ich meine wirklich jede Form der Zusammenarbeit verweigert, der steht nicht glaubwürdig für Frieden und er steht auch nicht links. Und die Erklärung von Sarah Wagenknechts Ehemann, der nun wirklich kein Politikneuling ist. Man mache keine Gesinnungsprüfung, bei dem muss es eine intellektuelle Beleidigung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit rechten Demokratiefeinden macht man niemals, nirgendwo und aus keinem Anlass gemeinsame Sache, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da muss man sich schon fragen, warum der Neonazi Björn Höcke ihre ehemalige Fraktionsvorsitzende zum Eintritt in seine AfD-Truppe auffordert. Was wollen Sie sich eigentlich noch alles gefallen lassen? Wollen Sie warten, bis eine Liste Wagenknecht rechtsoffen auf Stimmenfang geht? Ich diskutiere gerne mit Ihnen über progressive Außenfriedenspolitik, die die europäische Friedensordnung wiederherstellt. Wir brauchen keine Konjunkturprogramme für Rüstungsindustrie, wir brauchen auch keine Kriegswirtschaft, da sind wir uns einig. Was wir aber brauchen, ist eine moderne und gut ausgestattete Parlamentsarmee, die fähig ist, ihre Bündnisverpflichtungen und Aufgaben der Landesverteidigung zu erfüllen. Deshalb und nicht aus Aufrüstungsgründen haben wir dem Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro zugestimmt.
Wir werden Ihrem Antrag nicht zustimmen, weil manches fehlt und anderes einfach falsch ist. Der Vorwurf, wir würden ausschließlich auf militärische Mittel setzen und die Fortsetzung des Krieges stabilisieren, mögen Sie bitte an die richten, die sich in der öffentlichen Debatte ständig so äußern. Mit denen setze ich mich auch auseinander übrigens. Für den Bundeskanzler, für die Bundesregierung, für die sozialdemokratische Bundesfraktion gilt das Gegenteil. Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen. Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung, politisch, ökonomisch, humanitär und auch militärisch, solange es notwendig ist. Und wir werden mit Deutschland und der NATO definitiv keine Kriegsteilnehmer. Und wir handeln stets gemeinsam mit unseren Verbündeten in Washington und Paris. Wir unterstützen jede seriöse diplomatische Anstrengung für Frieden. Ihre Aufforderung an die Bundesregierung bedarf es wirklich nicht. Zusammengefasst, Ihre Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, dass die gesamte Linke bereit ist, diesen Krieg als das zu beschreiben, was er ist. Ein illegaler, verbrecherischer und imperialistischer Raubzug Russlands gegen die Ukraine. Lassen Sie das antiamerikanische Geraune, das ist von rechts genauso unsympathisch wie von links. Es gibt genau einen, der für den Krieg verantwortlich ist, und der heißt Wladimir Putin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bringen Sie Wort und Tat in Einklang, schließen Sie Ihre rechte Flanke, lassen Sie uns gerne weiter konstruktiv über moderne linke Friedenspolitik streiten. Das ist aber nicht, wenn man Opfer und Täter durcheinander bringt, das ist nicht, wenn man Menschen verweigert, sich zu wehren, das ist schon gar nicht, wenn man kein Mitgefühl hat für die, die darunter zu leiden haben. Und das ist der Teil, der uns bewegen muss, dafür zu sorgen, dass wir dahin kommen. Und Sie wissen sehr genau, dass ich mich mit denen kritisch auseinandersetze, die nur die militärische Dimension sehen. Mein Fraktionsvorsitzender hat dazu heute eine sehr kluge Rede gehalten. Wir müssen die internationale Ordnung wieder herstellen. Das geht aber nur, wenn man sich ehrlich macht und wenn man nicht mit zweierlei Maßstäben misst und schon gleich gar nicht, wenn man mit Demokratiefeinden irgendwas zusammen auf der Straße macht. Vielen herzlichen Dank. Der Kollege Dr. Johann Wadepohl hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Debatte zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers heute hat schon gezeigt, dass die Fraktionen in der Mitte dieses Hauses eng zusammenstehen, in ihrer Solidarität an der Seite des ukrainischen Volkes. Und ich kann mich den Worten des Kollegen Stegner nur anschließen und auch dem, was der Bundeskanzler, mein Fraktionsvorsitzender, heute Morgen gesagt haben. Das ist ein verbrecherischer Krieg, den Präsident Putin angezettelt hat, den er allein zu verantworten hat. Und Herr Kollege Gysi, was an Ihrer Unterscheidung oder an Ihrem Danebenstellen der zwei von Ihnen definierten Gruppen hier in Deutschland so falsch ist, dass Sie nämlich so tun, als sei das sozusagen gleichberechtigt in seinem moralischen Anspruch. Hier gibt es eine Seite, die hat angegriffen. Und hier gibt es eine andere Seite, und das ist die ukrainische Seite. Und die hat jedes moralische, übrigens auch völkerrechtliche Argument, sich zu verteidigen. Und das ist die Seite, an die wir als Deutsche gehören. Und ich glaube, es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir hier Unterschiede nicht verwischen, dass wir Verantwortlichkeiten benennen und dass wir Maßstäbe einhalten, die wir dann in der Tat auch anderswo auf der Welt anwenden. Und das, was Sie im Ergebnis hier machen, ist, dass Sie das Narrativ Putins bedienen. Und in der Tat ist ja auffällig gewesen, dass der Beifall von der AfD-Fraktion für Ihre Rede mindestens genauso groß gewesen ist wie der Beifall, den Sie aus den eigenen Reihen bekommen haben. Darüber sollten Sie nachdenken. Darüber sollten Sie nachdenken. Denn ich glaube, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, hier die demokratische Mitte und übrigens die parlamentarische Mitte und den Parlamentarismus aufrechtzuerhalten. Und ich will das jetzt an dieser Stelle mal sagen. Die Art und Weise, wie die Kollegin Wagenknecht dieses Parlament, dem sie angehört und für die Zugehörigkeit ja Diäten bezieht, missachtet, indem sie in keinem Ausschuss Mitglied ist, reihenweise an Abstimmungen, auch namentlichen Abstimmungen, nicht teilnimmt und auch heute an diesem Parlamentstag es nicht für nötig hält, auch nur eine Sekunde in diesem Haus zu verbringen, ist eine Missachtung des Parlamentarismus. Ist eine Missachtung des Parlamentarismus, der nicht akzeptabel ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und
Da hat ein kluger Journalist in den letzten Tagen einen Kommentar geschrieben, der deutlich gemacht hat, dass das am Kern Demokratiefeindlichkeit ist, was Frau Wagenknecht zum Ausdruck bringt. Und ich schließe mich dem an, weil völlig abgesehen von den antisemitischen Einsprengselungen, die außerordentlich unappetitlich sind, die das zusätzlich hat. Und deswegen, mache mich nicht anheischig, wie der Kollege Stegner sozusagen hier zu formulieren, was gute linke Politik ist, da wäre ich mit Sicherheit der Falsche. Da sind wir dankbar dafür. An der Stelle wäre vielleicht sogar der Kollege Stegner der Richtige. Aber ich muss schon sagen, wir müssen, und ich glaube, wir haben eine gemeinsame Verantwortung in diesem Hause, darauf aufmerksam zu sein, dass nicht Dinge wieder passieren, die in diesem Land zu unseligen Zeiten die Grundlage dafür gelegt haben, dass Nationalsozialisten in diesem Land die Macht übernommen haben. Ja. Und das heißt, dass wir den, ich würde gerne fortführen, Frau Präsidentin, das und heißt, dass wir den Kern dessen bei allem parteipolitischen Streit, was sachliche Auseinandersetzungen, aber was auch Achtung von Institutionen, was Achtung von grundlegenden Regeln unseres demokratischen Gemeinwesens angeht, dass wir das gemeinsam einhalten. Und das stelle ich fest, hier verwischen die Grenzen. Und dabei ist schon weniger noch die Gefahr, dass hier ein Hufeisen sich schließt, sondern insgesamt, dass hier eine Gruppe von Politikern von ganz links und von ganz rechts Einfluss gewinnt auf eine leider steigende Zahl von Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land, die von unserem demokratischen Gemeinwesen sich wegbewegen. Und dem müssen wir uns alle entschlossen entgegenstellen. Herr Kollege, dass Sie ich würde einfach zu Ende führen wollen und habe ja noch einige gute Zeit, Frau Präsidentin. Lassen wollen. Das war ich nur würde meine Frage. Abschließend einfach Folgendes sagen. Es kommt ja in dem Aufruf auch zum Ausdruck. Da wird ja die Behauptung aufgestellt, Russland sei atomar bewaffnet und man könne einen Krieg deswegen nicht verantwortungsvoll gewinnen oder weiterführen. Erstens ist das falsch, weil die Vereinigten Staaten von Amerika in Vietnam und die frühere Sowjetunion in Afghanistan eine andere Erfahrung gemacht haben. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, das Perverse an dieser Überlegung ist, und ich finde, das dürfen wir nicht vergessen, auch für die Zukunft, die Ukraine hat die eigenen Atomwaffen dem Land, das sie jetzt überfällt, in dem Vertrauen in die Hand gegeben, dass die Souveränität gewahrt wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir nicht wollen, dass der Iran und das Nordkorea daraus die falschen Schlüsse ziehen, dann müssen wir gerade gegenüber Russland an der Stelle eine besondere Härte und nicht gerade eine besondere Weichheit zum Ausdruck bringen. Denn die Verletzung dieser besonderen Souveränitätsgarantie, die Ukraine empfangen hat, um den Preis der Abgabe von Atomwaffen, darf nicht dazu führen, dass die Souveränität gerade verletzt wird, sondern dass sie extra beschützt wird. Und deswegen verpflichtet uns das in besonderem Maße, der Ukraine zur Seite zu stehen. Vielen Dank. So, jetzt hatte ich zwei Bitten zu einer Kurzintervention. Herr Büstron ist nachher noch selber dran. Herrn Fahle lasse ich zu und weise Sie darauf hin, dass Kurzinterventionen eine besondere Begrenzung unterliegen, was die Zeit, das zeitliche Ausmaß angeht. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Nur ganz kurz. Erstens die Kritik, was die Arbeit im Parlament anbelangt. Dass man hier nicht kommt, das ist das, was ich auch für richtig finde. Wenn ich in der Öffentlichkeit für die Friedenspolitik eintrete, dann muss ich auch den Respekt vor dem Parlament mitbringen, hier zu erscheinen und mitzudiskutieren. Das teile ich. Aber ich hätte gerne gefragt, den Kollegen, der gerade gesprochen hat, ob er das gut findet, wenn man den Respekt vor dem Parlament hat, wie Zelensky mit seiner Opposition in der Ukraine umgegangen ist, alle verboten hat, zum Teil hat verfolgen lassen und sogar
die Presse in der Ukraine vollständig gleichgeschaltet ist. Das hat doch mit demokratischem Parlamentarismus 0, nichts zu tun. Danke. Herr Wadebo, möchten Sie darauf antworten? Bitte sehr. Meldung nicht allzu viel Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen, aber eines festhalten, das, was Sie hier zur Politik in der Ukraine und zur Politik des ukrainischen Präsidenten gesagt haben, ist schlichtweg falsch. Das Wort hat Jürgen Trittin für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das war jetzt der Versuch der Linkspartei, hier im Hause Einigkeit zu demonstrieren. Dazu schicken sie dich, lieber Gregor, hierhin, weil alle über dich positiv annehmen, du bist ein verständig diskutierender, reflektierter Mensch. Und das, was du hier aber abgeliefert hast, war an Verlogenheit nicht zu überbieten. Ich will mal ganz deutlich sagen, sich hier hinzustellen und zu sagen, die Bundesregierung gebe Geld für Panzer, aber habe nicht mal Geld für einen kleinen Trecker, um der Ukraine zu helfen, das kann man schon nicht mal mehr als Unwahrheit bezeichnen. Ich will mal darauf hinweisen, dass diese Bundesregierung über das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 650 Millionen in die Ukraine gegeben hat, dass sie über das BMI 500 Millionen in die Ukraine gibt, dass sie über das AA fast 800 Millionen, unter anderem 700.000 Stromgeneratoren geliefert hat. Und dass diese Bundesregierung über das Finanzministerium 6,24 Milliarden ausgegeben hat, rein zivil, zum großen Teil Budgethilfe für die Ukraine. Die Behauptung, wir würden hier niemanden zivil unterstützen, lieber Gregor Gysi, ist eine Lüge. Und dann wird der Versuch, sozusagen die eigene Spaltung, die die Linkspartei über die diesen Krieg hat, zu bemänteln. Auf der einen Seite Sarah Wagenknecht mit Porsche Klaus, mit Gregor Gysi, der auch aufgerufen hat, dorthin zu gehen. Er ist nicht neutral. Und Seven Dadelem. Und auf der anderen Seite Mitglieder wie Klaus Lederer oder Bodo Ramelow. Und dazwischen steht die Parteiführung von Janine Wissler und weiß nicht, was passiert. Herr Kollege, möchten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Gysi zulassen? Nein, ich mache jetzt erstmal einen Ruf. Oh, bitte, bitte, wenn er unbedingt will, bitte gerne. Gregor, los! Gregor, also, komm. Der Abgeordnete Gregor Gysi hat die Möglichkeit zu einer Zwischenfrage an den Abgeordneten Jürgen Trittin. Bitte schön. Herr Kollege Trittin, abgesehen davon, dass auch Grüne und Sozialdemokraten das Manifest unterzeichnet haben, möchte ich Sie Folgendes fragen. Ich habe einen Brief der parlamentarischen Staatssekretärin aus dem Bundeswirtschaftsministerium erhalten, wo drin steht, dass für den Traktor, den Bus und den Betonmischmaschine keine Strukturen und kein Geld vorhanden ist. Dann hat sich ein Journalist der Süddeutschen Zeitung damit beschäftigt, hat recherchiert und da wurde gesagt, eigentlich sei ja das Entwicklungsministerium zuständig. Daraufhin hat er gefragt, warum haben Sie dann Gysi nicht geantwortet, er soll sich ans Entwicklungsministerium wenden. Daraufhin haben Sie gesagt, weil wir uns erkundigt haben, die haben dafür auch kein Geld und keine Strukturen. Es war nicht möglich, diesen Traktor, diesen Bus und die Betonmischmaschine für den Vorort von Kiew zu realisieren. Über den CDU-Ministerpräsidenten Sachsens ist es gelungen. Deshalb war das keine Lüge, sondern absolut wahr und belegbar, was ich gesagt habe. Lieber Kollege Gysi, wenn man schon im Loch sitzt, sollte man vermeiden, auch noch weiter was zuzuschütten. Meine Aussage hat ganz einfach gelautet. Wer hier den Eindruck erweckt, die Bundesregierung würde ausschließlich Panzer liefern, und mit einem solchen Beispiel versucht zu illustrieren, dass Deutschland keine zivile Hilfe gibt, der sagt bewusst die Unwahrheit. Und ich füge eines hinzu. Deswegen habe ich mich ja gefreut über Ihre Zwischenmeldung. Aber wie jemand mit einer aufrechten linken Haltung zu einer Demo aufrufen kann, wo zusätzlich
ein Jürgen Elsässer ankündigt, dort mit nationalen Fahnen zu demonstrieren. Ich finde, lieber Kollege Gregor Gysi, Sie haben den politischen Kompass in dieser Situation vollständig verloren. Ich will an der Stelle dann aber noch eine zweite Bemerkung machen. Man muss ja auch nicht die eigene Naivität irgendwie so demonstrieren. Haben Sie eigentlich nicht zur Kenntnis genommen, was Herr Peskow, dass der Sprecher des Kreml, auf die Forderung der verbündeten Chinesen, doch bitte einen Waffenstillstand zu machen, sagen, das ist derzeit, gibt es dafür keine Grundlage. Die Wahrheit ist, es ist nicht die Bundesregierung, es ist nicht Europa, es ist nicht die Ukraine, es ist Russland, das einen Waffenstillstand, den Sie hier verlangen, nicht will. Und die Frage muss man sich doch stellen, wie kommt man in einer solchen Situation zu Verhandlungen? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, in der Geschichte ein Beispiel zu suchen, was vielleicht der Linken hilft. Wie ist es dazu gekommen, dass Le Ducteau und Henry Kissinger angefangen haben, über Frieden zu reden, obwohl die USA Richard Nixon ja versprochen hat, Vietnam in die Steinzeit zurückzubomben? Dafür waren zwei Dinge von zentraler Bedeutung. Das eine waren die Waffenlieferungen Chinas und der Sowjetunion an den Vietcong, die verhindert haben, dass die Vietnamesen von der Übermacht der Amerikaner überrannt wurden. Und das andere, das war der Aufstand einer ganzen Generation auf diesem Globus gegen diesen Krieg, der die USA in eine politische Isolierung geführt hat, die ihn dazu gezwungen hat, sich auf Verhandlungen einzulassen. Und genau das ist es, was wir als Bundesregierung mit diesem Krieg versuchen. Wir wollen verhindern, dass die Ukraine überrannt wird. Dafür liefern wir Waffen und wir setzen auf Diplomatie. Diplomatie ist nicht schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Diplomatie ist, dafür zu sorgen, dass in den Vereinten Nationen 141 Staaten gemeinsam den Rückzug Russlands aus der Ukraine fordern. Diplomatie ist es auch, wenn wir dahin gehen, die Finanzierung dieses Krieges durch Putin zu beschneiden. Deswegen inzwischen das 10. Sanktionspaket. Deswegen bezieht Europa heute keine Kohle, kein Öl, kein Gas mehr aus Russland, weil wir der Auffassung sind, wir müssen Russland daran hindern, diesen Krieg fortzusetzen. Auch das ist Diplomatie. Ich würde mir übrigens bei der Gelegenheit im 11. Sanktionspaket wünschen, dass wir die Liste der nicht mehr importierten energetischen Ressourcen künftig in Europa auch auf Uran erweitern. Das wäre ein echter Vorschlag für das 11. Sanktionspaket. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns unterscheiden. Wir frönen nicht der Naivität des bloßen Forderns, sondern wir wollen Russland dazu bringen, diesen Krieg zu beenden und dafür in Verhandlungen zu treten. Und deswegen gibt es keine Alternative zu einem Weg, der sagt, auf der einen Seite sicherstellen, dass es nicht überrannt wird, und auf der anderen Seite alles dafür tun, dass dieser Politik von Putin, diese verbrecherische Strategie, ein anderes Land zu überfallen, dabei auf eine Kriegsstrategie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu setzen, das ist Vorsatz und gemacht, gibt es keine Alternative. Will man diese Verbrechen beenden, dann muss man diesen Weg gehen. Man muss ausrüsten und man muss politischen Druck entwickeln, damit endlich verhandelt wird, um diese Verbrechen zu beenden. Peter Büstrin hat das Wort für die AfD-Fraktion.
die Frage war nur, dass wir das veröffentlichen. Herr Büstron würde gerne auf die allgemeine Diskussion zur Demokratie und im Parlament eingehen, außerhalb seiner Redezeit. Das kann ich natürlich nicht machen, weil Ihre Fraktion hat 4 Minuten Redezeit. Das können wir jetzt nicht hier miteinander dealen. So klappt das nicht. Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lieber Kollege Trittin, Sie haben hier bewundernswert versucht, jetzt gerade einen Keil zu treiben, sogar zwischen die Linken, aber auch zwischen die Linken und die rechte Seite des Parlaments. Und Herr Dr. Wadenbrück, Sie haben das ähnlich gemacht. Und das ist symptomatisch für die ganze Diskussion der letzten Zeit. Ja. Nein, aber das sind Denkmuster aus dem 19. Jahrhundert. Im 20. hat es noch vorgesetzt, aber wir leben im 21. Jahrhundert, ja? Und dieses Links-Rechts-Spektrum ist längst überholt. Worin wir leben, ist. Nein, wir haben hier die Menschen, die auf die Straße gehen, und es ist denen völlig egal, ob das Sarah Wagenknecht oder Jürgen Elsässer oder Peter Büstron in München dazu aufrufen. Die demonstrieren für Frieden und gegen den Krieg. Was wir hier haben, ist eine horizontale Teilung des politischen Spektrums. Das sind die Menschen da unten und die globalen Eliten da oben. Und das erleben Sie jeden Tag. Wenn Sie das nicht verstehen, dann verfolgen Sie das noch ein paar Tage. Dann wird Sie die Realität einholen. Haben Sie denn nicht darüber nachgedacht, warum wir hier immer auf Antrag der Opposition diskutieren, warum sich Deutschland nicht an diesem Krieg beteiligen soll, warum wir keine Waffen liefern sollen und stattdessen Frieden schaffen sollen? Weil die Bundesregierung eben aus Parteien besteht, die ihre Wahlversprechen gebrochen haben, die lieber Krieg führen, als Frieden zu schaffen. Und weil sie die Grundsätze der Außenpolitik der Nachkriegszeit komplett über Bord geworfen haben. Sie sind doch eher der Vorkriegszeit zu Hause, ich weiß schon. Herr Stegner, Sie betreiben hier genau die Spaltung der Gesellschaft wie die anderen Kollegen. Sie haben hier auch noch angesprochen, hier, wissen Sie, was Sie machen? Jeder, der Sie als unfähige Person kritisiert, da sagen Sie, ja, das ist eine Delegitimierung der Institution. Nein, Sie delegitimieren diese Institution durch Ihr Verhalten und durch Ihre Unfähigkeit. Nochmal, Sie alle haben Ihre Wähler belogen und betrogen. Und Sie alle regieren jeden Tag über die Köpfe der Menschen hinweg. Die Menschen demonstrieren zu zigtausenden für den Frieden gegen den Krieg. Und was machen Sie? Sie liefern Waffen und diffamieren die Demonstranten. Das ist doch Ihre Taktik. Das haben Sie hier gerade in dieser Diskussion gezeigt. Sie diffamieren die Menschen dafür, dass sie für den Frieden demonstrieren. FDP, Sie kaufen Waffen für die Ukraine aus Steuergeldern von Menschen, die das nicht wollen. Warum richten Sie nicht einen Freiwilligenfonds? Dann können Sie Slava Ukraini nennen und lassen Sie da alle einzahlen, die diesen Krieg unterstützen wollen. Wenn das die Mehrheit ist, so wie Sie behaupten, dann müssen Sie doch ganz entspannt sein. Sind Sie aber nicht, weil Sie wissen, dass das nicht geht, weil Sie die Mehrheit nicht hinter Ihnen haben. Die Mehrheit der Menschen ist gegen diesen Krieg. Die Mehrheit der Menschen wünscht sich Frieden. Und wir alle, die für den Frieden eintreten, müssen uns hier auch noch als Agenten Moskaus beschimpfen lassen. Und von wem? Von Leuten, die von den Amerikanern gesteuert, bezahlt und überwacht werden. Liebe Freunde, das ist das, was Sie hier die ganze Zeit machen. Und dagegen wenden wir uns von der AfD, offensichtlich jetzt auch viele von der Linken, und dafür sind wir denen dankbar. Dankeschön. Die Kollegin Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Boah, Paartherapie zwischen rechts und links. Da gibt es vielleicht eine extra Aufwandsentschädigung für Sie beide. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin,
Der Auftritt auf der Bühne am Ende der prorussischen Friedensdemo, das Nachhaltigste, was geblieben ist und was in Erinnerung bleibt, ist der Auftritt der Protagonisten auf der Bühne. Sarah Wagenknecht, Ex-Fraktionsvorsitzende der Linken, ihr Gatte Oskar Lafontaine, unter anderem Ex-Mitglied der Linken, Alice Schwarzer, Ex-Ikone der Frauenbewegung, bei der das Thema Vergewaltigung von ukrainischen Frauen, die Welt wartet vergebens darauf, auf deren berechtigten Aufschrei. Und General Fahrt, militärischer Ex-Berater der Kanzlerin. Alle vier tänzelnd auf der Bühne, Händchen haltend zu John Lennons Give Peace a Chance. Meine Damen und Herren, was für ein zynischer Auftritt. Und das Ganze garniert mit bekannten Rechtsextremisten und Holocaust-Leugnern. Und ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Mohammed Ali, fand das ganz klasse. Sie ist heute auch nicht da. Das ist erstaunlich. Der Schwund ist offensichtlich. Meine Damen und Herren, heute fordert die Linksfraktion diplomatische Gespräche mit Russland. Und was human klingt, ist in Moskau aber ein Arrangement mit Massenmördern, Folterern und Vergewaltigern. Eine Diplomatie, die ins Leere läuft, weil Wladimir Putin jeden Tag betont, dass er die Ukraine auslöschen will, dass er eben nicht bereit ist, die völkerrechtswidrige besetzten Gebiete zu verlassen. Meine Damen und Herren, diejenigen, die das Narrativ Putins verbreiten, Russland sei vom Westen bedroht worden und hätte sich mit dem Angriff auf die Ukraine doch nur erwehren müssen, und diejenigen, die von der Ukraine Kompromisse erwarten, das sind die, die bereit sind, die Ukraine zu opfern. Und wer der Ukraine Waffen und militärisches Material verwehrt, der spricht der Ukraine schlicht das Recht auf Selbstverteidigung ab. Und warum tun sie das? Weil sie es nicht interessiert, dass 1300 Kilometer von hier ein Volk hingerichtet wird, weil sie in Ruhe gelassen werden wollen, weil sie wollen, dass sich die Ukraine fügt. Sie verraten damit das Völkerrecht, das nach dem Zweiten Weltkrieg sicherstellen wollte, dass nie wieder ein Land ein anderes überfällt und Grenzen überschiebt. Sie nehmen in Kauf, dass die ukrainische Kultur, die Sprache, die Identität ausgelöscht wird. Und noch schlimmer, sie ignorieren die brutale Realität. Die russische Streitkräfte gehen mit grauenvoller Härte vor. Und ich werde Ihnen jetzt mal ein Beispiel bringen. In Irpin legten sie nach einem Massaker den hingerichteten Müttern ihre weinenden Kinder auf den Bauch. Und als ukrainische Soldaten diesen Kindern helfen wollten, starben auch sie, weil russische Soldaten zwischen den Müttern und ihren Kindern Sprengfallen angebracht haben. Dieses unfassbare Grauen geschieht genau so lange, bis Putin entscheidet, dass es aufhören muss. Und deswegen sitzt dort der richtige Adressat. Für alle Friedensappelle, Manifeste, Demonstrationen, dort sitzt der Täter in Moskau. Und dieser Täter hört nicht auf die Sprache dieser Form von Diplomatie und das Getrellere von Friedensliedern. Er versteht eben nur die Sprache der Stärke. Und Gespräche können auch nur aus der Stärke heraus geführt werden. Und das alleine entscheidet die Ukraine und ganz sicher nicht Herr Gysi. Und deshalb ist es so existenziell wichtig, dass sich die Weltgemeinschaft. Halten Sie die Uhr an? Wer will was? Herr Fahle will was und also möchte, nehme ich an, eine Zwischenfrage stellen. Möchten Sie die zulassen? Nein, das lasse ich nicht zu. Und deshalb ist es, wir wollen nicht übertreiben. Deshalb ist es so existenziell wichtig, dass sich die Weltgemeinschaft hinter die Ukraine stellt und sie wirtschaftlich, humanitär, aber eben auch mit Waffen unterstützt, damit dieser Terror endlich gestoppt wird und die territoriale Integrität der Ukraine wieder vollständig hergestellt wird. Jedes Abtreten von Gebiet wäre ein Erfolg Russlands, meine Damen und Herren. Das ist das Problem. Das ist das Problem, was wir haben. Und das ist die wahre Bedrohung für den Frieden in Deutschland, in Europa, ja, und in der ganzen Welt. Meine Damen und Herren, Thomas Mann hat 1941 aus dem Exil heraus in einer Radioansprache an das Deutsche Reich sich gewandt. Als sich die Nationalsozialisten darüber beschwert haben, der Kriegseintritt der USA und die Wehrhaftigkeit der Engländer würden den Krieg verlängern. Seit 82 Jahre später trifft es immer noch den Punkt und erklärt, wie verbrecherische Despoten sind. Zitat: Sie verlangen Frieden, Sie, die vom Blute des eigenen Volkes und anderer Völker triefen. Sie wagen es, diese Worte in den Mund zu nehmen. Damit meinen Sie Unterwerfung,
die Legalisierung ihrer Verbrechen, die Hinnahme des menschlich Unerträglichen. Aber das ist nicht möglich. Mit einem Hitler gibt es keinen Frieden, weil er des Friedens von Grund auf unfähig und weil dieses Wort in seinem Munde nur eine schmutzige, krankhafte Lüge ist. Nach 82 Jahren ticken verbrecherische Despoten immer noch so. Für die SPD-Fraktion hat der Kollege Dr. Joe Weingarten das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Die Ukraine steht in der schwersten Krise ihrer kurzen Existenz als unabhängiger Staat. Zum dritten Mal muss dieses leidgeprüfte Volk um sein Überleben kämpfen. Gegen Stalin, gegen Hitler und jetzt gegen Putin. Die Ukraine hat gerade den schwersten Winter ihrer Geschichte überlebt. Aber sie zahlt einen ungeheuren Preis dafür bei den Kämpfen um Bachmut, bei den Zehntausenden Toten, bei den russischen Terrorangriffen auf Infrastruktur und Wohngebiete. In diesem Überlebenskampf hat das ukrainische Volk ein Recht darauf, dass wir uns auch im Deutschen Bundestag mit seinem Schicksal und der möglichen Beendigung der Kämpfe beschäftigen. Aber das muss angemessen, in voller Solidarität und mit aller denkbaren Unterstützung für den ukrainischen Überlebenskampf erfolgen. Der heute debattierte Antrag der Linken erfüllt diese Ansprüche nicht. Er ist vielmehr ein Dokument der Kaltherzigkeit, der arroganten Überheblichkeit und der ideologischen Verblendung. Hinter ihm verbirgt sich eine tragische Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer. Der vermeintliche Aufruf zum Frieden ist nichts anderes als ein Aufruf an die Ukraine zur Kapitulation, zur Unterwerfung unter den russischen Aggressor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Voraussetzung für das Überleben der Ukraine ist die militärische Hilfe der freien Nationen. Nicht als Selbstzweck, nicht zur Kriegsverlängerung, sondern um der Ukraine überhaupt die Möglichkeit zu geben, weiter zu existieren. Wer diesen Zusammenhang leugnet, spielt das Spiel Putins und er oder sie tut das bewusst und unter Inkaufnahme der militärischen und politischen Vernichtung der Ukraine. Damit reiht sich der Antrag ein in unselige Aufrufe und Demonstrationen der letzten Wochen. Es ist beschämend, wie sich bei diesem Thema die Rechtsradikalen in der AfD und die Rechtsradikalen bei den Linken verbünden und in gemeinsamen Aufrufen äußern. Forderungen nach Waffenstillstand und Frieden, ohne zu sagen, wie sie erreicht werden sollen, sind billig und oberflächlich. Das ist nicht unser Weg. Wir haben es uns als Regierungskoalition und die Parteien, die sie tragen, in den letzten Jahren nicht leicht gemacht, auf dem Weg, die Ukraine zu unterstützen, ohne Kriegspartei zu werden und ohne einen europäischen oder gar weltweiten Konflikt auszulösen. Aber wir sind dieser Linie unter Führung des Bundeskanzlers erfolgreich nachgekommen, haben Waffen in die Ukraine für annähernd 3 Milliarden Euro geliefert, und zwar die Waffen, die die Ukraine jeweils dringend brauchte. Panzer ehemals sowjetischer Bauart, bis heute das Rückgrat der ukrainischen Panzerwaffe, modernste Artillerie und die besten Luftabwehrwaffen der Welt, die die massive Bedrohung durch russische Jagdbomber und Drohnen eindämmen. Dazu große Mengen an Munition, Logistik, Panzerabwehr und Infanteriewaffen. Jetzt kommen mehrere Leopard-Bataillone im europäischen Verbund dazu. Wir werden diese Linie weiterführen, die Ukraine vor einer militärischen Niederlage bewahren und alles dafür tun, dass Russland die Aussichtslosigkeit seines Tuns einsieht und an den Verhandlungstisch kommt. Wir tun alles, was dazu notwendig ist, und wir tun es, solange es notwendig ist. Meine Damen und Herren, Waffenstillstand und Friedensschluss bleiben selbstverständlich Ziele der SPD-Bundestagsfraktion, auch wenn das im Moment weit entfernt scheint. Aber mit einer freien Ukraine und nicht zu den Bedingungen Russlands. Und dann müssen auch dort die Verantwortung für diesen russischen Angriffskrieg und die dort begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit benannt werden, müssen sich die Verantwortlichen vor einem Tribunal verantworten, allen voran Wladimir Putin. Auf diesem Weg lassen wir die Ukraine nicht allein. Und es ist beschämend, dass sich die Linke diesem Weg der Solidarität, der Freiheit und der Gerechtigkeit nicht anschließt. Sie berufen sich bei den Linken auf die freiheitlichen Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung. Wir alle in diesem Haus wissen, dass über diesem Anspruch ohnehin schon der Schatten der SED-Diktatur liegt, aus dem Sie hervorgegangen sind. Und jetzt geben Sie diese Traditionen schon wieder auf und geben der Kälte der militärischen Macht den Vorzug,
ein erneutes historisches Versagen. Ich kann nur an Sie appellieren, ändern Sie diesen Weg, trennen Sie sich von denen, die mit dem Friedenswillen der Menschen Schindluder treiben, und nehmen Sie diesen unseligen Antrag zurück. Er ist des Themas nicht würdig. Vielen Dank. Jürgen Hart hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich die erste Fassung dieses heute hier vorliegenden Antrags gelesen habe, habe ich mir verwundert die Augen gerieben. Da stand drunter Antragsteller Ali Bartsch, und ich habe die Namen Kupala Weidel vermisst, weil das wäre ein guter erster gemeinsamer Antrag von links und rechts außen in diesem Bundestag gewesen, in der Tradition des Demonstrationsaufrufs vom vorvergangenen Samstag. Wir haben die linke Fraktion in einer Situation, in der sie den drohenden Untergang vor Augen sieht, und sie fischt im Trüben und hat mit dem neofaschistischen Beifang, den sie dabei einräumt, kein Problem. Das ist die Fraktion, die alle anderen demokratischen Fraktionen des Hauses stets mahnt, klare Kanten zu zeigen gegenüber rechts außen, die das genau jetzt verletzt und kein Problem damit hat, dass Neofaschisten ihre Politik auch öffentlich unterstützen. Ich möchte zu den Inhalten kommen. Im Zentrum des Antrags steht der sofortige Waffenstillstand. Ein sofortiger Waffenstillstand würde bedeuten, dass russische Truppen dauerhaft, nämlich mindestens bis zum Ende des Waffenstillstands, vermutlich darüber hinaus, auf fremdem, nämlich ukrainischem Boden stehen, und dass Russland aus der Größe des Landes seine Truppen in der Ukraine stabilisieren und stärken könnte. Der Waffenstillstand würde in erster Linie dem russischen Angriffskrieg dienen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass viele in Moskau diese Überlegungen genauso teilen und dass das auch Teil dieses chinesischen Vorschlags gewesen ist. Diplomatie hat in diesem Konflikt eine große Chance gehabt. Die Entscheidung Diplomatie statt Waffen haben wir 2014 getroffen. Ich erinnere mich an intensive Diskussionen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz in Washington, auch im Auswärtigen Amt, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Kongress, beider Parteien, Republikaner wie Demokraten, die gesagt haben, wir müssen die Ukraine aufrüsten und den Preis für Putin in die Höhe zu treiben. Wir Deutsche, auch wir in der CDU-CSU, haben gesagt, wir wollen keine militärische Eskalation, sondern wir wollen eine diplomatische Lösung, Normandie-Format, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Präsident Macron, gemeinsam mit dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten. Diese 8 Jahre hat Russland genutzt, um sich vorzubereiten auf diesen Angriff gegen die Ukraine. Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, wieder zu sagen, Diplomatie vor Waffenlieferungen, sondern beides muss möglich sein. Und ich sage umgekehrt, ich glaube, je stärker die Ukraine ist, desto näher kommen wir an den Punkt, an dem man im Kreml einsieht, dass die Fortführung des Kampfes ein größeres Risiko für Putin und den Kreml darstellt, als das Eintreten in tatsächliche ernsthafte Verhandlungen. Und ich bin davon überzeugt, wenn dieser Punkt erreicht ist, wird man auch in Kiew und bei allen unterstützenden Nationen zum Ergebnis kommen, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Leider sind wir an diesem Zeitpunkt noch nicht. Es fehlt der Ukraine leider an Kraft, jetzt kraftvoll diesem Angriff zu widerstehen im Frühjahr. Ich fürchte, dass wir in den letzten 3 Monaten eher eine Stärkung der russischen Truppen erlebt haben, weil wir zu zögerlich waren mit Waffenlieferungen. Und wir haben in der Europäischen Union, das steht am 20. März auf der Tagesordnung des Auswärtigen Rates, wenn ich es richtig verstanden habe, die Initiative von Estland, einige Milliarden zur Verfügung zu stellen, um Munition bereitzustellen für die Ukraine. Und ich habe in diesem Zusammenhang die Bundesregierung gefragt, eigentlich geht es ja nicht um Geld, sondern es geht um die Frage, wo ist die Munition? Wo sind konkret die Panzerhaubitzengranaten, die die Ukraine jetzt dringend braucht? Ich habe die Frage gestellt, kann die deutsche Bundesregierung ausschließen, dass es in Deutschland ungenutzte Kapazitäten zur Herstellung solcher Granaten gibt, obwohl wir doch alle wissen und alle unsere Partner sagen, wir brauchen die, und ich habe bisher darauf keine Antwort erhalten. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung sicherstellt, dass alle Kapazitäten in Deutschland bei der Rüstungsindustrie und in der Bundeswehr genutzt werden, um der Ukraine die notwendige Munition zur Verfügung zu stellen, damit wir eben an den Punkt kommen, wo die
Diplomatie tatsächlich wieder eine Chance hat. Ich möchte die letzten Minute meiner Rede darauf verwenden, vielleicht noch mal mich der Frage zu widmen, wie die deutsche Bevölkerung, das deutsche Volk zu diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine steht. Erstens glaube ich, dass es nur ganz, ganz wenige gibt. Einige wenige von denen waren am Samstagvortagen hier in Berlin, die den Sieg Russlands über die Ukraine wollen. Ich glaube aber, dass es in Deutschland eine doch große Zahl von Menschen gibt, die der Meinung ist, wenn wir Putin nur das geben, was er will, kommt der Friede zurück nach Europa und wir haben Ruhe. Sie billigen nicht diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine, aber sie glauben, wenn die Ukraine nachgeben würde und wir die Ukraine darin bestärken, wäre der Konflikt zu Ende. Ich fürchte, dass dies eine Fehleinschätzung ist. Die Antwort, die wir geben müssen, ist viel bitterer, nämlich dass wir sagen, in dem Augenblick, wo Russland Erfolg hat bei der Eroberung der Ukraine, geht der große Konflikt in Europa erst los. Und früher oder später werden wir erleben, dass Moldau, Georgien, Baltikum, am Ende sogar die NATO von Putin herausgefordert wird, wenn er sich durch Erfolge ermutigt fühlt, in diese Richtung zu gehen. Das ist leider eine bitterere Wahrheit als das Versprechen, gibt doch Putin, was er will, und dann gibt es Ruhe. Aber es ist, wie ich fürchte, die Wahrheit. Und deswegen müssen wir die Ukraine nach Kräften unterstützen, dass sie diesen Kampf gewinnen kann. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen auch mehr Dynamik und mehr Schwung entfalten, insbesondere seitens der Bundesregierung. Herzlichen Dank. Jamila Schäfer hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Linksfraktion hat heute einen sehr knappen und kurzen Antrag zum russischen Angriffskrieg vorgelegt und dabei sage und schreibe zwei Forderungen vorgelegt. Sie fordern zum einen die humanitäre Unterstützung der Geflüchteten aus den Kriegsgebieten. Soweit so selbstverständlich. Und sie fordern einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. Was sie aber nicht sagen, ist, wie der Weg dorthin aussehen soll. Und wie man den Kriegsverbrecher Putin eigentlich dazu bringen möchte, die Waffen schweigen zu lassen, ohne dass sich die Ukraine selbst aufgeben muss. Wie kommt man zu einem tragfähigen Frieden, bei dem Putin und auch seine Nachfolger all für alle Mal davon Abstand nehmen, die Ukraine gewaltsam vernichten zu wollen? Dazu sagen sie überhaupt gar nichts. Und sie leisten seit einem Jahr eben keinen Beitrag dazu, eine ernsthafte demokratische und diplomatische Lösung vorzulegen, während sich die ganze Welt den Kopf darüber zerbricht. Diese Sprachlosigkeit wird leider begleitet von einer gefährlichen Realitätsverweigerung. Es ist Putin, der mit der Methode Gewalt seine imperialistischen Interessen durchzusetzen versucht. Ganz egal, wie viele Leute er dafür opfern muss. Und sie ignorieren eben noch immer, dass der eigentliche Kriegstreiber in Moskau sitzt. Und das ist das eigentliche Problem. Denn sonst würden sie ja verstehen, dass sie ihren Appell Diplomatie statt Panzer an niemanden sonst richten sollten als an Wladimir Putin. Aber diese Realität, die passt halt nicht ins Weltbild, weil der Schurke eben hier nicht in den USA sitzt, sondern in Moskau. Ihre Realitätsverweigerung, die hat gefährliche Auswirkungen. Sie führt dazu, dass die Menschen noch mehr Angst haben. Angst, aus der nicht nur sie Kapital schlagen, sondern auch die extreme Rechte da drüben. Und es führt eben dazu, dass noch mehr Menschen offene Ohren entwickeln für eine brandgefährliche Täter-Opfer-Umkehr, von der Putin profitiert. Sarah Wagenknecht tingelt mit Relativierungen von Putins Revisionismus und menschenverachtender Verbrechen durch die Talkshows. Und das entzückt natürlich nicht nur den Kreml, sondern auch seine rechtsextremen Verbündeten im Rest von Europa. Und darum ist es eben auch kein Zufall, dass viele Rechtsradikale am vergangenen Wochenende Seite an Seite mit Mitgliedern der Linkspartei und Putin-Freunden durch Berlin marschiert sind. Noch einmal kurz zum Mitschreiben für Sie, was der Rest der demokratischen Fraktionen seit einem Jahr tut. Mit der Unterstützung der Ukraine, humanitär, finanziell und militärisch, verfolgen wir gemeinsam mit den internationalen Partnern eben die Strategie, um Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen. Wir helfen der Ukraine, sich gegen die Aggression Putins zu wehren. Und so soll Putin eben ein machtpolitisches Interesse entwickeln, zu verhandeln statt zu schießen. Und so wollen wir die Friedensordnung in Europa wiederherstellen.
Und wegen dieses militärischen Teils in der Unterstützung werfen Sie jetzt der Bundesregierung vor, kriegslüstern zu sein. Und das ohne eine konkrete Alternative vorzulegen, wie man denn sonst zu Verhandlungen kommen soll. Und das zeigt eben, dass Sie es sich gerne leicht machen, aber das ist eben verantwortungslos in dieser Position und Situation. Die Wahrheit ist doch, ohne die militärische Unterstützung der Ukraine wäre die Ukraine schon längst von der Landkarte gestrichen. Und die Lehren aus diesem Krieg wären gewesen, erstens, für die Demokratisierung wirst du als postsowjetischer Staat blutig bezahlen und die EU lässt dich im Stich. Zweitens, hol die Atomwaffen, wenn du deine Integrität schützen willst. Und wenn du schon welche hast, dann gibst du sie niemals ab. Und drittens, als Aggressor kannst du sogar mitten in Europa gewaltsam Grenzen verschieben. Und es passiert ja eigentlich im Kern gar nichts. Zu was für einem Frieden würde das führen? Auch dazu kein Wort in Ihrem Antrag. Stattdessen spielen Sie weiterhin die militärische Unterstützung und die Diplomatie gegeneinander aus. Die Devise muss aber heißen Diplomatie und militärische Hilfe für die Ukraine, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, eigentlich bräuchte es genau jetzt eine linke Partei, die sich kritisch mit dem postsowjetischen Imperialismus auseinandersetzt, die Demokratiefeindlichkeit und Revisionismus klar zurückweist. Eine Partei, die aufrichtige Wege für einen tragfähigen Frieden beschreibt. Und Sie sind diese Partei leider nicht. Das ist sehr traurig, denn für Antifaschismus und Frieden zu sein, das heißt, Widerstand gegen Putin zu unterstützen. Alerta Antifaschista, Slava Ukraini. Für die AfD hat Eugen Schmidt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Landsleute, kein Krieg der Geschichte hätte so leicht verhindert werden können wie der in der Ukraine. So schnell nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Zusagen getätigt wurden, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen dürfe, so schnell wurden diese auch gebrochen. Russlands Schuld am Krieg ist nicht bestreitbar. Aber es muss dabei beachtet werden, dass seine berechtigten Sicherheitsinteressen missachtet wurden. Ein Jahr ist es nur her, dass der Krieg im Osten Europas begann. Was ist seither geschehen? Hunderttausende Tote, unendliches Leid und gravierende finanzielle Folgen für Millionen Deutsche. Die deutsche Regierung aber agiert wie ein Schlafwandler, getrieben von Eskalationsdruck und Kriegstreibern, die unser Land in den Abgrund führen. Statt die Lage endlich nüchtern zu analysieren und unsere nationalen Interessen zu vertreten, lassen Sie die Ampelkriegstreiber von anderen am Nasenring durch die Manege führen. Die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine war ein weiterer Tiefpunkt politischen Unvermögens. Was wird diese Bundesregierung, wie wird der Krieg weiter eskalieren? Kampfjets oder sogar eigene deutsche Besatzungen? Sie schüren das Feuer der Eskalation, indem sie einen zerstörten Panzer vor der russischen Botschaft aufstellen. Über 50.000 Teilnehmer an der Friedensdemo am Wochenende haben die Nase voll von ihren Provokationen. In einer Krisensituation wie dieser sollte die Stärkung unserer Wirtschaftskraft und die Sicherung unserer Energie- und Ressourcenversorgung eine hohe Priorität haben. Stattdessen beteiligen wir uns an einem selbstzerstörerischen Sanktionsregime, dass unsere Wirtschaft mehr schadet als der Russlands. Man kann und muss mit der russischen Seite verhandeln. Dass dies möglich sein kann, haben wir in der Frühphase des Krieges sehen können. Beide Seiten führten damals Verhandlungen und standen kurz vor einer Einigung. Russlands hätte sich nach diesen Plänen zurückgezogen, die Ukraine wäre neutrales Gebiet geworden. Leider wurde ein Abschluss von den Profiteuren des Krieges aus den USA und Großbritannien blockiert. Ich schließe mit einem Zitat von Helmut Schmidt, unter dem es diesen Krieg möglicherweise nicht gegeben hätte. Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, stoppen Sie die todbringenden Waffenlieferungen und setzen Sie sich für einen Waffenstillstand und Gespräche ein. Vielen Dank.
Der Kollege Uli Lechter hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Kollegen Schmidt von der AfD, da empfehle ich mal die Sichtung des Budapester Memorandums, wo eindeutig drinsteht, dass Russland sich als Garantie macht für die nationale Integrität der Ukraine in ihren Grenzen inklusive Krim einzusetzen hat. Und eigentlich müsste Russland gerade gegen sich selber kämpfen, wenn es sich an seine Verträge halten würde, die es mit der Ukraine, unter anderem aber auch mit dem Westen, geschlossen hat. Und wenn hier irgendjemand Sicherheiten gefährdet, dann ist das Russland. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendjemanden gab aus der gesamten NATO-Familie, der jemals die Integrität Russlands in Frage gestellt hat. Und es macht mich wirklich zornig, dass Sie immer wieder versuchen, mit Ihren Narrativen über AfD-TV die Bevölkerung über irgendeinen Unsinn, der wirklich nicht stimmt, zu infizieren. Und da müssen wir alle gegen kämpfen. Der Antrag der Linken ist deshalb auch heute für mich im besten Fall naiv, im schlechtesten Fall ein trojanisches Pferd für die Interessen des russischen Präsidenten. Ich sage es deshalb deutlich, jeder von uns in diesem Hohen Hause möchte lieber Diplomatie statt Panzer. Aber die harte, harte Wahrheit ist doch, dass der Krieg nur durch Diplomatie und Panzer beendet werden kann. Aus russischer Sicht ist eine militärisch schwache Ukraine nämlich kein gleichwertiger Verhandlungspartner, sondern sie ist ein leichtes Opfer für den russischen Imperialismus. Und dass die Ukraine sich so tapfer verteidigt hat, haben in Russland diese ganzen Strategen, die das Ganze vom Zaun gebrochen haben, nie für möglich gehalten. Da brauchen Sie gar nicht verschämt in Ihren Rechner zu schauen. Sie sind der größte Schreier jetzt hier die ganze Zeit gewesen, Herr Kollege. Es ist einfach mal Fakt, dass Russland die Ukraine überfallen hat, obwohl sämtliche Präsidenten, Kanzler, Regierungschefs, die gesamten Regierungschefs der westlichen Welt versucht haben, genau dieses zu verhindern. Und Sie machen sich mit Leuten gemein, die der Meinung sind, dass es in Ordnung ist, wenn in einem Krieg Frauen vergewaltigt werden. Sie machen sich, das ist Ihre eigene Parteifreundin, die das nach außen vertreten hat. Und ich habe mich selten so geschämt für den Auftritt von ihr bei Hart aber fair. Wir haben selten Zeit, sowas anzuschauen. Der Faktencheck ist mir da relativ egal, weil ich nämlich zufälligerweise auch sehr, sehr viele Fakten in meinem Hirn habe. Und es war schlicht und ergreifend peinlich für Ihre gesamte Partei, was Sarah Wagenknecht sich dort geleistet hat. Die SPD ist dankbar ohne Ende, dass Oskar Lafontaine ihn irgendwann den Rücken gekehrt hat und dass er auch in der Schwurbler-Ecke bei anderen Menschen sich beschäftigen kann. Sie hat sie selber im Saarland im Stich gelassen. Ich darf Sie daran erinnern. Viel Spaß mit diesen Freunden, die Sie da haben. Und die da drüben sind laut Hufeisentheorie heute aber ganz, ganz besonders bei Ihnen angedockt. Und ich finde das fürchterlich peinlich, dass ausgerechnet die Linkspartei und die AfD hier im Hohen Haus von uns verlangen, dass wir für sie eine Paartherapie machen, wie meine Kollegin Strack-Zimmermann vorhin schon angemerkt hat. Das ist nicht unsere Aufgabe, ja, aber versuchen Sie sich wirklich, und das kann ich Ihnen nur raten, von den Rechten in diesem Haus abzugrenzen, weil ansonsten wird sie wirklich niemand mehr davor retten können, dass sie in der politischen Bedeutungslosigkeit Deutschlands gelangen werden. Und fragen Sie doch mal ganz offen gesagt, was Staaten wie das aus dem Baltikum, wie Finnland oder Polen von Ihrem Antrag halten. Die Antwort können Sie gerne an Moskau weiterleiten. Ich gehe davon aus, dass Ihr Draht dort immer noch am besten ist. Und wenn ich daran erinnern darf, Wladimir Putin hat kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Fernsehen in Russland gesagt, dass er die Machtverhältnisse von 1990 wiederherstellen möchte. Und Wladimir Putin weiß, was er gesagt hat. Er hat damit auch Ostdeutschland gemeint. Und wer der Meinung ist, dass die DDR wiedererstehen soll, das können eigentlich in diesem Haus nur Sie wollen, weil Sie dann offensichtlich zu Ihrer alten Machtfülle zurückkehren wollen. Wir werden uns mit aller Macht dagegen stellen, die Freiheit Europas und der Bundesrepublik zu verteidigen. Das ist Aufgabe dieser Bundesregierung und der die Sie tragenden Koalitionsfraktion.
Der Kollege Alis Achmetovic hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir debattieren im Deutschen Bundestag heute über einen Antrag der Fraktion Die Linke. Diese möchte ich mit Ihnen einmal genauer durchgehen, nicht Wort für Wort, keine Sorge, aber doch einige auffällige Passagen. Die Linke fordert ein Ende des Krieges, eine Aussage, die wir im Grundsatz mittragen. Nach 371 Tagen des brutalen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wünschen sich alle demokratischen Partner einen Frieden in der Ukraine und Europa. Weiter im Text heißt es sinngemäß, mit Frieden bzw. über Frieden zusammen mit europäischen und nicht-europäischen Staaten, zum Beispiel Brasilien, zu verhandeln. Auch hier im Grundsatz in Ordnung. Wir müssen das breite Spektrum diplomatischer Möglichkeiten weiter ausreizen, zum Beispiel mit China oder Indien in bilateralen Gesprächsformaten oder im Rahmen von multilateralen Treffen wie G20, was schon passiert, macht unsere Außenministerin, unser Bundeskanzler, unser Bundesverteidigungsminister. Erlauben Sie mir, eine weitere Stelle aus dem Antrag wiederzugeben. Und da möchte ich fair sein. Sie sagen, die humanitäre Hilfe für die Ukraine muss verstärkt werden. Und da bitte ich auch Fairness von Ihrer Seite uns gegenüber und auch von Ihnen, Herr Gregor Gysi. Denn mein Kollege Jürgen Trittin hat es auf den Punkt gebracht. Es ist einer unserer Schwerpunkte, Außen- und Sicherheitspolitik, auch in Entwicklungs- und Arbeitspolitik, die Ukraine humanitär und auch im Bereich der Katastrophenhilfe zu unterstützen, aktuell seit Kriegsbeginn mit 12,5 Milliarden Euro. Und wenn Sie sagen, dass wir nicht bereit sind, dann ist das die Unwahrheit und ist die Lüge und muss auch so zu Protokoll gegeben werden. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Dingen, die nicht drinstehen und die nicht thematisiert werden, ob bewusst oder unbewusst. Beides bezeichne ich aber als fahrlässig. Beginnen wir gleich beim Titel Ihres Antrags, der Titel Diplomatie statt Panzer, impliziert zwei fundamentale falsche Grundannahmen. Wenn wir erstens die diplomatischen Bemühungen hochfahren und zweitens die Ukraine aufhören, militärisch zu unterstützen, dann wäre aus der Logik der Linkspartei mit einmal der Krieg gestoppt. Das heißt, der Krieg wäre zu Ende, wenn wir aufhören würden, militärisch zu unterstützen und ausschließlich Diplomatie an den Tag legen. Meiner Meinung nach, meine Damen und Herren, ist das ein Trugschluss. Und lassen Sie es mich ganz, ganz deutlich sagen, es wäre der Todesstoß für eine demokratische, freie und souveräne Ukraine. Diplomatie gab es schon vor der russischen Invasion, vor dem 24.02.2022, als die russische Invasion gestartet hat. Und in der Zeit wurde nicht einmal darüber diskutiert, Kampf- und Schützenpanzer in nahbarer Zeit zu liefern. Und trotzdem haben alle diplomatischen Versuche nicht geholfen, weil Russland nicht bereit ist, von seinem Kriegsziel abzuweichen. Das Kriegsziel Putins ist ganz klar. Die Ukraine ist kein Staat für sie. Es hat kein Existenzrecht und die ukrainische Nation gibt es nicht. Deshalb bombardiert Russland Putin seit über einem Jahr die Ukraine. Unschuldige Menschen verlieren ihr Leben. Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden entführt. Soldaten auf beiden Seiten verlieren ihr Leben. Und ich möchte an dieser Stelle nicht aufhören, diesen Denkfehler der Linkspartei jetzt weiter aufzuschlüsseln, sondern lassen Sie uns mal in Szenarien denken. Vor allem, weil die Leute draußen noch zugucken. Und mir ist es wichtig, nicht vor allem Sie zu überzeugen, sondern die Menschen da draußen, die vielleicht noch nicht hundertprozentig verstehen, was wir gerade tun. Und das ist auch in Ordnung, weil es nicht selbstverständlich ist, in einer Zeit zu leben und aufzuwachsen, in einem Krieg und Waffen liefern zu müssen. Szenario: Würde Putin aufhören mit dem Krieg, wenn wir keine Waffen mehr liefern? Würde es einen echten Waffenstillstand geben, wenn wir aufhören, Waffen zu liefern und die russischen Soldaten würden sich zurückziehen? Würde die Angst vieler anderer osteuropäischen Länder, Finnlands oder Schwedens, schwinden und sie die Garantie bekommen, frei vom autoritären, destabilisierenden russischen Einfluss zu sein? Und ich sage Ihnen ganz klar, die Antworten auf alle drei dieser Punkte lautet ganz klar Nein. Lassen Sie mich deutlich sagen, Putin würde weitermachen.
mit Diplomatie und ohne Waffen. Er würde nicht zurückstrecken. Er würde weiter versuchen, die Ukraine gewaltsam auseinanderzupflücken. Und es ist immer wichtig, das zu betonen. Friedensverhandlungen auf jeden Fall, auf Augenhöhe, jederzeit lieber gestern als morgen. Aber jede Waffenpause, russische Waffenpause, würde Putin nutzen, um sich vorzubereiten, auszurüsten, aufzurüsten und gewaltsam bei einem Zeitpunkt X weiterzumachen, die Ukraine von der Landkarte wegzufegen. Alles andere ist doch Humbug, liebe Linksfraktion. Alles andere ist Humbug. Deshalb müssen wir die Ukraine diplomatisch, finanziell, humanitär, aber auch militärisch unterstützen. Und zum Schluss. Wenn Sie wirklich glaubwürdig, solidarisch an der Seite der Ukraine stehen wollen, einen nachhaltigen, echten Frieden wollen, dann distanzieren Sie sich geschlossen von Sarah Wagenknecht. Schmeißen Sie aus der Fraktion raus und danach aus der Partei. Erst dann sind Ihre Worte glaubwürdig und die Solidarität mit der Ukraine ebenfalls. Vielen Dank. Thomas Erndl hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor einem Jahr wurden wir mit einem Epochenbruch konfrontiert. Ein Jahr, in dem der russische Angriffskrieg Zehntausende Leben gekostet hat, in dem ganze Landstriche vernichtet wurden. Ein Jahr, in dem wir alle gerungen haben um die notwendige Unterstützung für die mutigen Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch unsere Freiheit und unsere Sicherheit verteidigen. Putin hat nicht nur die Ukraine angegriffen, er will die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung zerstören. Diese europäische Friedensordnung ist ausformuliert, meine Damen und Herren, in Verträge gegossen. Und da schreiben Sie von der Linken in Ihrem Antrag von einer dauerhaften Lösung, die die Sicherheitsinteressen sämtlicher Akteure berücksichtigen müsse. Und schon allein damit wird klar, dass Sie nur Russenpropaganda verbreiten, einem Diktatfrieden das Wort reden. Und dazu ist eigentlich in dieser Debatte nun schon alles gesagt. Meine Damen und Herren, den Jahrestag des Überfalls konnte ich mit Vorsitzenden und Stellvertretern auswärtiger Ausschüsse aus 13 europäischen Ländern in Kiew verbringen. Ein Zeichen der Solidarität. In der Hauptstadt eines freien und demokratischen Landes, die vom Krieg gezeichnet ist. Zehntausende Menschen haben durch sinnlose Zerstörung ihre Wohnung verloren. Ich konnte in diese freie Stadt fahren, weil tapfere Ukrainerinnen und Ukrainer vor einem Jahr nicht aufgegeben haben, weil sie diese Stadt verteidigt haben. Und dafür müssten sie auch schrecklichste Gräueltaten ertragen, wie zum Beispiel Butscha und andere Orte gezeigt haben. Und damit wird auch eines klar. In den besetzten Gebieten herrscht kein Frieden, auch nicht nach einem Waffenstillstand, den sie fordern. In den besetzten Gebieten sind Ukrainerinnen und Ukrainer Menschen zweiter Klasse, die vergewaltigt, verschleppt, gefoltert, ermordet werden. Für Kriegsverbrecher Putin zählt das Recht des Stärkeren und nicht Vereinbarungen und Verträge. Das hat er nun immer und immer wieder bewiesen. Und trotzdem reden Sie hier von links und rechts eben immer noch das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Jahrestag in Kiew war für mich ein Tag der Demut und des Respekts vor der Leistung, die ukrainische Soldaten bisher Tag für Tag vollbracht haben. Aber er war auch ein Tag, an dem deutlich wurde, dass es auf jede noch so kleine Unterstützung ankommt, dass es auf Geschwindigkeit ankommt, dass jeder Tag zählt bei der Lieferung von Gerät und Munition. Und dass es auf Durchhaltefähigkeit ankommt, die wir sicherstellen müssen. Und dass wir dazu unsere Trägheit überwinden müssen. Vor knapp 10 Monaten schon wurde hier entschieden, dass wir einen Teil unserer Haubitzen liefern, den Ukrainerinnen und Ukrainern zur Verfügung stellen. 10 Monate. Und seitdem ist weder die Bestellung für die Ersatzbeschaffung ausgelöst, seitdem ist weder eine Bestellung von Verschleißteilen und Munition erfolgt. 10 Monate, meine Damen und Herren, in denen nicht ein bisschen vorausgedacht wurde, in denen in dieser Regierung offenbar nicht klar wurde, auf was es ankommt. Ist das die Deutschlandgeschwindigkeit, von der der Kanzler heute sprach? Estland ergreift jetzt die Initiative bei der Munitionsbeschaffung, weil wir es verschlafen haben.
Und dabei kommt noch eine wichtige Aufgabe hinzu, nämlich einmal über die nächsten Monate hinauszudenken. Vielleicht müssen wir nicht 14 Haubitzen nachbestellen, sondern viel mehr, weil in Zukunft Sicherheit für die Ukrainerinnen und Ukrainer und für ganz Europa sehr stark durch die Wehrhaftigkeit und die Abschreckungsfähigkeit der ukrainischen Armee sichergestellt werden wird. Und weitere Realitäten sind klar. Die Ukraine ist ein europäisches Land. Neutralität und Demilitarisierung hatten wir schon. Die Ukraine wird in eine westliche Verteidigungsarchitektur eingebunden sein. Dazu braucht es jetzt endlich kräftigere Schritte unserer Bundesregierung. Und dazu braucht es keine ständige Wiederholung von Russenpropaganda, wie wir sie hier von links und rechts ständig erleben. Wir müssen dauerhaft klarmachen, dass die größenwahnsinnigen Träume Putins keine Aussicht auf Erfolg haben. Wir müssen jeden Tag klarmachen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen mit allem, was nötig ist, bis die Ukraine komplett befreit ist, bis Europa wieder in eine friedliche Zukunft blicken kann. Herzlichen Dank. Fabian Funke hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, ich weiß, warum Sie von den Linken diesen Antrag gestellt haben. Er ist die Reaktion auf das groteske Schauspiel, das sich am vergangenen Samstag vor dem Brandenburger Tor abgespielt hat. Er ist ein verzweifelter Versuch, das wieder einzufangen, was sich leider nicht mehr einzufangen lässt. Und es zeigt, wie tief Sie gespalten sind. Wir haben gesehen am Wochenende, und da möchte ich kurz auf die Demo eingehen, wie Menschen mit ukrainischen Symbolen angepöbelt und beleidigt wurden, wie sich auch Querdenker und Rechtsradikale dahinter versammelt haben. Und wie von der Bühne ein eigenartiges Zerrbild des russischen Krieges gezeichnet wurde. Und was haben wir in den letzten Monaten nicht alles gehört? Die Amerikaner haben Schuld am Überfall Russlands auf die Ukraine. Russland möchte eigentlich nur Sicherheit. Und die NATO ist sowieso an allem schuld. Das ist bedenklicher Unsinn. Und es ist das gute Recht der Teilnehmerinnen, eine solche Demonstration durchzuführen und für Frieden zu demonstrieren, ist grundsätzlich sympathisch. Es ist aber genauso das Recht aller anderen zu sagen, was ihr sagt, ist schädlich. Und das ist dann keine Zensur und das ist auch nicht autoritär. Das ist der Kern unserer Demokratie. Und Sie müssen sich schon die Frage gefallen lassen, warum Bundestagsabgeordnete und Spitzenfunktionärinnen Ihrer Partei immer wieder ein massives Problem damit haben, sich vom russischen Regime zu distanzieren. Wladimir Putin steht an der Spitze eines gleichgeschalteten Staates, der seit Februar 2022 den Alltag seiner Bürgerinnen und Bürger durchmilitarisiert. Ex-Premier Medvedev sieht Russland als die heilige Macht, die ihre Heimaterde von Satan befreien muss. Putins Russland ist eine menschenverachtende Diktatur. Und da sollte es einer Linkspartei sich nicht schwerfallen, davon zu distanzieren und mit den Opfern dieser Aggression zu solidarisieren. Das, was aus Teilen der Linkspartei in den letzten Monaten kommt, ist hochgradig peinlich. Wir alle hier wollen Frieden und das lieber heute als morgen. Aber dafür muss man erstmal in der Lage sein, klar zu benennen, wer diesen Frieden gefährdet. Und das ist zweifelsohne und einzig und allein das Regime Putins. Und auch deshalb möchte ich am Ende dieser Debatte nochmal mit ein paar Mythen aufräumen. Mythos Nummer eins, die Verhandlungsbereitschaft Russlands. Hat Herr Giese ja auch thematisiert und quasi neben dem Antrag gleich den zweiten Friedensplan der Linken heute mitgeliefert. Und da frage ich mich wirklich, wenn man die Debatte der letzten Monate verfolgt, sieht man, dass Putins Russland kein Interesse an Frieden hat, sondern weiterhin das einzige Ziel darin besteht, den ukrainischen Staat aufzulösen und die Souveränität der Ukraine zu vernichten. Und selbst Chinas Friedensplan, von dem wir ja auch ehrlich gesagt alle wissen, dass er am Ende auch keiner ist, selbst den hat man im Kreml abgelehnt. Wo sehen Sie die Verhandlungsbereitschaft Russlands? Mythos Nummer zwei: Waffenlieferungen stoppen sorgt für Frieden. Und das ist ja völliger Unsinn, das wurde ja hier auch schon ein paar Mal thematisiert. Russland würde weitermachen, wir würden weiter Situationen wie in Butscha und Irpin bekommen. Und ganz ehrlich, Sie fordern die ganze Zeit Verhandlungen, aber wenn die Ukraine nicht mehr existiert, weil sie sich nicht mehr verteidigen kann, mit wem soll Russland dann überhaupt noch verhandeln?
Und Mythos Nummer 3, die Bundesregierung tut nichts anderes, als Waffen zu liefern. Und das ist ehrlich gesagt einer meiner Lieblingssätze, auch so sinngemäß aus diesem Antrag. Und da muss ich sagen, haben Sie die Regierungsarbeit der letzten 12 Monate aber wahnsinnig schlecht verfolgt. Wir sind einer der größten Geberländer der Ukraine mit finanziellen Mitteln, mit humanitärer Hilfe. Wir haben wirklich eine Großzahl vom Krieg geflüchteter Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Und ja, wir liefern auch Waffen. Aber das deutsche Engagement in der Ukraine darauf zurückzuziehen, ist einfach unwahr. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, ich würde Sie bitten, sprechen Sie lieber mal mit den Leuten, die gemeinsam mit Rechtsaußen am Wochenende demonstrieren gehen, über diese Mythen, anstatt das Plenum mit diesem halbgaren Zwei-Punkte-Friedensplan zu beschäftigen. Ich glaube, dann wäre uns allen mehr geholfen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19 mit dem Titel Diplomatie statt Panzer für eine Verhandlungsinitiative zur Beendigung des Krieges der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Wer stimmt für diesen Antrag? Das ist die Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das sind die SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP, CDU, CSU. Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist der Antrag abgelehnt.